Rebecca, du warst als Mr. Scout im ganzen Land unterwegs, hast nach den hübschesten Männern Vorarlbergs gesucht. Nun haben wir eine Auswahl hier im Medienhaus. Worauf wird denn beim Casting bei den Männern speziell geachtet? Hauptsächlich auf Ausstrahlung, Auftreten, wie sie sich bewegen, ob sie das gewisse Etwas haben. Nun wird darüber gesprochen, wer denn ins Finale kommen könnte. Hattest du schon ein paar Kandidaten im Auge, die wirklich das Potenzial zum zukünftigen Mr. Vorarlberg haben? Ja, wenige, aber doch sind vorhanden, ja. Und was ist ein absolutes No-Go beim zukünftigen Mr. Vorarlberg? Ja, ich würde sagen, Piercings sind ein absolutes No-Go, weil es einfach für die spätere Zukunft nicht positiv ist. Und sollte eine gewisse Größe haben und einfach auch eine gewisse Figur. Also nicht zu viel, aber schon, ja, ein bisschen was dran, ja. Ein bisschen durchtrainiert schon, ja. Auf jeden Fall.